Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog mit mir, Marco Heckel. Jeden Freitagmittag ein neues Video. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute soll es gehen um die Anwendung, direkte Anwendung von EM, effektive Mikroorganismen und Terra Preta, aber vor allen Dingen EM im Ackerbau. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge spannende Entwicklungen und Ideen und Rezepte, die man da verwenden kann. Und gleich vorneweg, sprühen, sprühen, sprühen und viel weniger als man denkt. Viel weniger. Wir kommen mit wenigen Litern EM pro Hektar aus. Wir brauchen da nicht 100 Liter raufschmeißen. Und desto öfter wir das sprühen, desto besser. Das so als kurzer Teaser. Aber worum geht's? EM zum Beispiel, EM, das man auf dem Acker sprühen könnte, wäre Triaterra Aktiv. Das ist von uns hergestellt als Bodenhilfsstoff. Keine Futtermittelzulassung, keine Silimittelzulassung, keine Biozulassung. Wir haben uns auch noch nicht um Biozulassung gekümmert. Es gibt andere Produkte, die wir dann vermitteln können, wenn es um Biosachen geht. Aber das wird nur direkt als Bodenhilfsstoff von uns verkauft. Für konventionelle Betriebe durchaus als Ackersprühung denkbar. Quasi mit Melasse vermehrte Sauerkrautsaft, so könnte man es ganz einfach sagen. Mischung von Milchsäurebakterien und Hefen, Melasse vermehrte Sauerkrautsaft. Zur Herstellung von Triaterra Aktiv oder EM allgemein empfehlen wir durchaus immer Greengold. Greengold, grünes Gold, der Name sagt es schon, ist im Grunde wenn man mal einen Schluck davon nimmt, das wird auch zum Teil als Lebensmittel verkauft, ist Wasser. Da ist nichts drin. Vielleicht ist ein bisschen was drin, ich weiß nicht, aber es schmeckt absolut nach Wasser. Da ist im Grunde nichts weiter drin als Wasser. Aber irgendwie haben sie auf dieses Wasser Informationen von Mineralien aufgeprägt. Wie sie das gemacht haben, weiß ich auch nicht, verraten sie auch nicht. Gibt es ja sicherlich ganz viele Varianten. Aber irgendwie haben sie da Mineralieninformationen aufgeprägt und diese Mineralieninformationen, also eine klassische Anwendung ist, dass man davon ein paar Liter auf dem Hektar mit viel Wasser verdünnt, gut verrührt, sprüht. Okay, was wir aber machen ist, wir machen das bei unserer EM-Vermehrung mit rein, wenn wir unser Triaterra Aktiv herstellen. Eine der Zutaten ist, dass wir da auf 1000 Liter 1 Liter Greengold mit reinmachen im Ansatz. Und das haben wir praktisch ausgetestet, vor vielen Jahren schon, in verschiedensten Ansätzen. Und es führt dazu, dass der Geschmack deutlich anders wird. Der Geschmack von Triaterra Aktiv, von EM, unserem hergestellten EM, wird dadurch fruchtiger. Wir haben also gemerkt, Mensch, also das Säuremuster wird interessanter, es wird fruchtiger. Scheinbar haben die da, vielleicht haben sie bestimmte Mineralien besser aufgenommen, besser verstoffwechselt, die Mikroorganismen. Also selbst die Mikroorganismen in EM wurden angeregt offensichtlich zu einer anderen Tätigkeit, zu einer runderen, besseren, angenehmeren Tätigkeit, die auch da die Mineralien besser ausgenutzt hat, die in der Melasse und so weiter drin sind. Und wir dürfen natürlich davon ausgehen, wenn wir dann Triaterra Aktiv auf dem Acker sprühen, dass wir nicht nur die Wirkung von EM haben, diesen Milchsäurebakterien, Hefen, dieser Bakterienmischung, sondern auch natürlich die Information von Greengold dabei ist. Also wir brauchen nicht extra Greengold vielleicht anwenden auf dem Acker, sondern diese Informationen haben Sie bei unserem Triaterra Aktiv schon dabei. Ansonsten habe ich hier noch eine Sprühflasche stehen, als kleines Surrogat, als Ersatz für die große Feldspritze, die ich Ihnen jetzt nicht hier neben meinen Sessel stellen kann. Aber das ist also ein wesentlicher Faktor. EM, verdünnt sprühen, gute Verteilung, die gute Ackerspritze ist dabei das A und O. Die Biobauern, die sich oftmals schon abgewöhnt hatten, irgendwas zu sprühen, werden ja immer mehr dazu angehalten von allen möglichen Landwirtschaftsberatern, Bioberatern. Aber auch zum Beispiel die Demeter-Landwirte haben eigentlich immer Hornmistpräparate verflüssigt zum Beispiel und gesprüht und hatten da ihre Technik. Und im Grunde diese konventionellen Ackerbauspritzen sind eigentlich ideal, um EM auszubringen und zu versprühen. Also man muss da nicht ganz so, braucht jetzt nicht die ganzen Giftanforderungen da erfüllen, weil das ist ja völlig ungiftiges und
unbedenkliches Material. Aber die haben wirklich eine gute Verteilung und haben ein wunderbares Spritzbild, und da haben die konventionellen Spritzen wirklich ideal, um EM auf dem Acker zu verteilen. So, EM im Ackerbau. Zunächst mal, Acker ist ja wiederum nur ein Teil des Landwirtschaftsbetriebes. Wir betrachten ja immer den ganzen Betrieb, und der ganze Betrieb heißt Tiere, Futter erstmal, Futtersilo meinetwegen, oder das Futter, die Tiere, dann die Mikrobiologie im Verdauungssystem, die Mikrobiologie im Futter, die Mikrobiologie im Stall, das nächste, die Mikrobiologie der Gülle im Mist. Dann geht es weiter im Boden, dann kommt der Gülle und Mist auf dem Acker, im Boden, auf die Wiesen, dort die Mikrobiologie, und diese Mikrobiologie wiederum beeinflusst dann die Mikrobiologie, die wir auf dem neu aufgewachsenen Ackerfrüchten, Futter haben, die Zusammensetzung, und die kommen dann wieder zurück zu den Tieren. Und dieser Kreislauf, der geht eigentlich immer rum und rum und rum. Und die Frage ist, in diesem Kreislauf gibt es mehrere Punkte, an denen wir sehr effizient EM einsetzen können, mit maximalen Effekten. Und einer der besten Punkte ist EM-Silage, also ein Futtermittel, fermentiertes mit Mehlsäurebakterien, fermentiertes Futtermittel. Typischerweise eben Silage aus Gras oder Mais. Da mit EM zu arbeiten als Siliermittel, das hat einen maximalen Effekt, weil da nochmal so eine starke Vermehrung ist, weil das Tier viele Kiloweise, ne, Rind 50 Kilo Silage am Tag bekommt, zum Teil, und damit also massiv das in den Tierkreislauf, in den Stall, in die Gülle, in den Boden kommt. Silage ist also wenn man einen Betrieb hat, der Tiere hat, dann ist über die Fütterung ein ganz spannender Weg, um diese komplette Mikrobiologie inklusive Boden positiv zu beeinflussen. Aber auch direkt auf dem Acker lässt sich EM sehr gut und sehr sparsam einsetzen. Und da muss ich sagen, am Anfang, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, mich mit EM zu beschäftigen und da Seminare gemacht habe und die Berater gehört habe, und zum Teil erzählen sie das ja heute noch, da ging es dann los, 100 Liter, 200 Liter mindestens EM auf dem Hektar im Jahr. Andere Berater, der Rolf Zimmermann in Baden-Württemberg, ging auf 500 Liter, muss das im Jahr sein, der Kurt Petersen in Schleswig-Holstein auch. Er muss richtig reingehauen werden, 500 Liter EM auf dem Hektar im Jahr. Nun kostet der Liter EM aber ein bisschen was, ne? 50 Cent Minimum, 1 Euro, sage ich mal, im Schnitt bei Fertigprodukten, wenn man große Mengen kauft. Und das heißt, 200, 300, 500 € für EM auf dem Hektar im Jahr ausgeben und dann dafür 1.000 € Getreide ernten. Ja, also bei den normalen Kulturen, das hat sich nicht wirklich gerechnet und war immer eine Liebhaberei bzw. eine Experimentierphase. Inzwischen haben wir aber durch viele Versuche festgestellt, so absolut die Riesenmenge brauchen wir nicht. Wir müssen nicht dreimal 50 oder 100 Liter auf dem Hektar ausbringen. Freund von mir, der selber, ja, 300 Hektar Ackerbau bewirtschaftet und für die Agrargenossenschaft in der Nähe von Dresden über 1000 Hektar lange Zeit gemacht hat, zusätzlich, und außerdem sehr große Erfahrung hat mit Spritzmitteln. Er war eine Zeit lang Spritzmittelvertreter, also Pestizide, Herbizide und so weiter. Hat über Jahre ein Konzept entwickelt, wie man EM in Kombination oder mit anderen Spritzmitteln einsetzt. Und es hat sich herausgestellt in den Versuchen, in den Tests, die er gemacht hat, man kann EM mit allem mischen. Wenn man aufs Feld fährt und Spurenelemente Dünger ausbringt, irgendein Spritzmittel, Herbizide, Fungizide, Dünger, was immer man mit der Spritze ausbringt, auch Gifte, selbst Fungizide, kann man mit EM kombinieren in der Spritze.
Typischerweise bringt die normale Ackerspritze ja 200 Liter Spritzbrühe aus, also überwiegend Wasser und dann irgendwie so 1, 2, 3 Liter die tatsächlichen Präparate. Und es hat sich herausgestellt, erstens, wir können EM mit allem mischen. Also Fungizide, Herbizide, Spurenelemente. Alles funktioniert besser. Meistens funktionieren die Fungizide, Herbizide, die Pestizide besser, wenn sie etwas im sauren Milieu, im angesäuerten Milieu gespritzt werden. Das heißt, EM säuert das an. Da kann man oft schon die Spritzmittelmenge deutlich reduzieren, weil man das im sauren Milieu stärker wirksam hat. Das ist schon mal das Erste. Zweitens, wir gerade bei Fungiziden zum Beispiel, wir bringen auf der einen Seite mit den Fungiziden, räumen wir die Pilze ab, Fungizide, Pilze, Antipilzmittel, ne? Räumen wir schädliche Pilze ab und liefern aber gleichzeitig eine Mikrobiologie mit, die sich sofort diese abgeräumten Flächen wieder neu besiedeln kann. Viel effizienter als nur Fungizide zu streuen und hoffen, dass die Pilze nicht wiederkommen. Nein, wir bringen sofort einen positiven Antagonisten dagegen, der das dann neu besiedelt. Also Fungizid und EM zusammen zum Beispiel funktioniert nicht nur besser, weil das Fungizid angesäuert ist, sondern auch gleich, weil das Fungizid kombiniert wird mit dem positiven Antagonisten der Pilze. Und die kurze Zeit, ein, zwei Stunden, die EM und die Gifte in den gewissen Konzentrationen in der Spritze zusammen sind, reicht nicht aus, um EM wesentlich zu schädigen oder um die Gifte wesentlich abzubauen. Dafür ist die Zeit zu kurz. Das heißt, wir können das kombinieren. Wir müssen nicht extra erst mit dem Gift und dann mit EM über den Acker fahren. Nein, wir können es wirklich in einer Spritze kombinieren. Und die Quintessenz heute ist, wann immer Sie mit im Spritzmittel über den Acker fahren, und das kann im Sonderkulturanbau ja durchaus 20 Mal sein in der Saison, wann immer Sie mit der Spritze über den Acker fahren, machen Sie immer ein bisschen EM rein. Und das kann. Ja, also ich habe schon gesagt, das muss nicht 50 Liter sein, das muss nicht 100 Liter auf dem Hektar sein. Nein, es reichen tatsächlich 5 bis 10 Liter pro Hektar pro Anwendung. Tatsächlich ist mein Freund da aus Sachsen, der ist sogar runtergegangen, der Dieter, auf 2 Liter, 2 bis 5 Liter pro Hektar pro Anwendung. Sodass man also vielleicht im Jahr 20 Liter EM auf dem Hektar ausbringt, wenn es mal ein bisschen mehr ist, mal 30 Liter, aber mehr nicht. 20, 30 Liter EM auf dem Hektar im Jahr, das sind 20 Euro. Keine Ausbringkosten, weil man das mit der ganz normalen Spritze mit reinmacht. Aber bei möglichst jeder Spritze 2 bis 5 Liter bis maximal 10 Liter EM mit rein. Das also noch mal am Anfang, wenn das man das erste Mal macht, dann kann man ein bisschen mehr nehmen, kann man ruhig mal 10 Liter nehmen, aber wenn man es wirklich in dieser Intensiv, in dieser Konstanz, in dieser häufigen Ausbringung macht, dann reichen wirklich 2, 3 Liter pro Hektar bei der Ausbringung. Und der Punkt ist, die Menge an Mikroorganismen ist gar nicht so sehr der entscheidende Punkt, weil das Schöne ist ja, die vermehren sich ja. Die sind ja nicht, das ist ja Biologie, das ist ja, wir haben ja hier viel Vermehrungsrate. Wenn die ihre guten Bedingungen vorfinden, Feuchtigkeit, Wärme und Nahrung, dann haben die zum Teil Vermehrungsraten von 20 Minuten, also Verdopplungsraten von 20 Minuten. Das heißt, in 200 Minuten, 10 mal 20 Minuten, haben die sich vertausendfacht. 1024, 2 hoch 10. Die absolute Menge ist nicht so sehr das Problem und wir haben ja hier viel drin. In jedem Milliliter, das ist so viel wie Fingerkuppe von meinem kleinen Finger, in jedem Milliliter von frischen EM-Produkten haben wir 10 hoch 9, eine Milliarde Milchsäurebakterien pro Milliliter haben wir hier drin. Wenn wir das mit der Ackerspritze entsprechend ausbringen und da kommt es dann eben auf die gute Verteilung an, das macht die schöne Spritze. Das macht die 200 Liter Spritzbrühe, die wir mit dabei haben. Und idealerweise noch eine Kombinierung mit Netzmittel. Netzmittel ist im Grunde vom Prinzip her sowas, was die Oberflächenspannung des Wassers löst, sodass sich ein Wasser, dass das Spritzmittel nicht als Wassertropfen abperlt vom Blatt, sondern sich wie ein Film um das ganze Blatt legt. Das ist wie in so ein bisschen Seife.
macht man da quasi rein, dass es die Oberflächenspannung löst und dann kriegt man dann Wasserfilm um das ganze Blatt rum. Da kann man auch ganz billige Sachen wählen. Wie gesagt, selbst ein bisschen Fit ist geeignet. Aufgeschäumt, aufgerührtes Rapsöl habe ich gehört. Und also da gibt es ganz günstige Varianten auch für Netzmittel. Da kann man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Es gibt aber auch biologisch hier und so zugelassene Netzmittel. Und ja, also es ist, Netzmittel sind auf jeden Fall eine wichtig dann auch für die Ausbildung. Netzmittel, gute Spritze, gute Verdüngung und möglichst häufige Ausbringung mit der Spritze. Und was hat das für einen Effekt? Allein die Blätter profitieren schon, wie gesagt, man kann durch diese häufige Ausbringung kann man schon mal, das ist das Erste, man kann eine Reihe von Schädlingen zurückdrängen. Die fühlen sich auf diesem Bereich einfach nicht wohl. Bestimmte Läuse, Insekten ganz oft mögen sich nicht mit EM behandelte Pflanzen da draufsetzen, weil die ein bisschen widerstandsfähiger sind, ein bisschen mehr Abwehrstoffe haben. Läuse ganz oft wollen ja den süßen Zuckersaft haben von den Pflanzen, wenn da schon Milchsäurebakterien drauf sitzen, die den Zuckersaft der Pflanzen, der da vielleicht rausperlt, schon teilweise fermentiert haben, dann sind die Läuse schon gar nicht mehr so interessiert. Aber auch Pilze, wenn die Blätter schon dicht an dicht besetzt sind durch regelmäßige Ausbringung von EM, haben die Pilze gar nicht mehr diese Chance, sich so massiv zu entwickeln. Das heißt, sie sind vielleicht ein bisschen da, aber die haben nicht diese exponentielle Wachstumskurve, sodass wir dann tatsächlich wieder goldgelbe Getreidefelder bekommen können. Das ist nämlich ein Punkt der Mikrobiologie, dass wir heute ganz oft, wenn man über die Getreidefelder schaut, man hört aus den Geschichten von vor 100, 200 Jahren, immer von den goldgelben Ähren, den goldgelben Getreidefeldern. Heute hat man eigentlich ganz oft den Effekt, dass die so einen Grauschleier haben. Oh, die sehen richtig ein bisschen dreckig, ein bisschen grau aus, ein bisschen schwarz. Das sind Pilze. Das sind richtig giftige Pilze, Schimmelpilze, die zur Schimmelpilzbelastung der Getreide beitragen. Wenn wir da regelmäßig EM ausgebracht haben, eventuell mit Fungiziden, wenn nötig, nach einer Weile werden Sie merken, Sie werden nur noch EM brauchen, Sie werden Fungizide zum Teil gar nicht mehr brauchen, weil die Mikrobiologie so stabil ist, dass die Pilze sich gar nicht mehr entwickeln. Aber selbst wenn Sie das mit Fungiziden und EM machen am Anfang, Sie werden wieder diese goldgelben Felder bekommen, die praktisch keine Schimmelbelastung haben, minimale Schimmelbelastung, die man dann auch messen kann und die ja auch für den Landwirt geldwerten Vorteil hat, wenn er ein Getreide abliefert, was kaum Schimmelbelastung hat, was gut geeignet ist dafür als Brotgetreide, was man nicht irgendwie noch mischen muss mit anderen Getreiden, die eine geringere Belastung haben, damit man das noch irgendwie unter der Hand wegverkauft kriegt, dann kriegst du natürlich auch mehr Geld und kann das leichter und hochwertiger verkaufen, das Getreide. Also diese goldgelben Felder, die Zurückdrängung von bestimmten Insektenschädlingen, die sich durchaus beeindrucken lassen davon, dass so ein Feld mit EM gesprüht ist. Nicht, dass man jetzt, man hat schon einen Befall mit Läusen und dann sprüht man EM drauf und dann gehen die Läuse weg. So ist das im Normalfall nicht. Also das ist der absolute Ausnahmefall, dass sie so darauf reagieren. Das Normale ist aber, dass wir, wenn wir Pflanzen regelmäßig mit EM behandeln, BM sprühen, dass sie deutlich widerstandsfähiger sind gegen Läuse, gegen Insektenkrankheiten, dass die einfach nicht so attraktiv sind für die Pflanzen. Vielleicht auch, weil sie einfach nicht so riechen. EM reduziert ja auch die Gerüche und bestimmte Gerüche, die dann vielleicht Insekten anziehen, werden gar nicht dann so stark frei von der Pflanze, weil die EM die schon abgebaut hat. Genau, also wie der genau wirkungsfähig ist, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall eine ganze Reihe von Krankheiten kann man damit in den Griff kriegen. Das ist das eine. Das andere ist aber, die Blätter selbst scheinen davon zu profitieren. Sie bleiben länger grün, intensiver grün. Der Dieter, ein Freund aus Sachsen, der ist Agrarflieger. Also der fliegt auch als Hobby, fliegt gerne über seine Felder und fotografiert die von oben. Und der kann es immer sehr schön, hat da sehr schöne Fotos gezeigt. Nachbarfeld, ähnliche Düngung, gleiche Kultur, gleiche Saatzeitpunkte. Und seine Felder sind deutlich grüner. Der Farbton ist einfach viel satter im Grün. Und nicht nur das, dass sie deutlich grüner sind, sondern die bleiben auch länger grün. Während das andere schon sehr früh im Juni anfängt abzureifen und abzusterben im Grunde, bleibt sein Feld, dein Getreidefeld noch 2 Wochen länger bis in den Juli hinein
richtig grün und macht nochmal richtig fett Photosynthese mitten im Sommer. Und das sind dann natürlich 20% mehr Ertrag, die da in die Ehre gehen. Gerade diese Sommermonate, die so eine hohe Sonnenscheindauer und Produktivität haben, die dann mitzunehmen noch in der Photosyntheseleistung, wo das Pflanze nicht zu früh abreift, weil sie von Pilzen oder anderen Sachen da zu früh zur Abreife gezwungen wird. Genau, also man hat einfach schon eine höhere Photosyntheseleistung, eine höhere Effektivität der Pflanzen, weil die mit dieser Mikrobiologie darauf besser klarkommen. Und so oder so landet dieses ganze Material auch im Boden. Lässt sich ja nicht verhindern mit dem nächsten Regen oder sowieso die Hälfte, landet immer auf dem Boden und im Bodenleben und aktiviert da das Bodenleben, beschleunigt da die Mikrobiologie im Boden. Und dann ist natürlich interessant, dass man dann auch einen gewissen Humusanteil im Boden hat, der dann da ist, um das Bodenleben zu ernähren und Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Also auch da wiederum interessant mit DM zu arbeiten und da diese Mikrobiologie in den Boden zu kriegen. Im Allgemeinen, ja, mit Biosa gab es am Anfang mal vor 15 Jahren Versuche, wo ich dann auch so gezeigt habe, also 10-20% mehr Ertrag ist drin. Das wird auch mal 0% sein, je nachdem wie die Kultur ist, wenn man das mal am direkten Vergleich macht. Aber wenn man es wirklich so intensiv macht, regelmäßig sprüht, vielleicht noch die Düngung ein bisschen anpasst, einige Spritzmittel reduziert, die dann nicht mehr in dem Maße gebraucht werden mit der Zeit, dann sind durchaus mehr Erträge von 10-20% realistisch. Viel stabilere Erträge mitunter, weil Trockenheiten und Schädlingsbefall Trockenheiten besser vertragen werden, weil die Bodenstruktur besser wird, der Boden mehr Wasser hält, dann hält er einfach die 1-2 Wochen, die 4-6 Wochen Trockenheit länger durch, weil er die letzten 1-2 Wochen selbst immer noch Boden Wasser nachliefern kann, wo die anderen Böden, die nicht die Struktur haben, weil sie die Mikrobiologie nicht haben, das Wasser nicht mehr liefern können, nicht mehr festhalten konnten für die Pflanzen. Und das macht dann auch richtig massive Mehrerträge aus mitunter. Aber so 10-20% ist durchaus realistisch, das ist eine Größenordnung, die man immer wieder hört, also in den verschiedenen Versuchen immer wieder so rauskommt. Im Schnitt 10-20% Mehrertrag ist realistisch. Nur versuchen Sie mal 10-20% Mehrertrag zu quantifizieren. Also wenn sie einen Schlag haben, ganz sauber mikrobiologisch arbeiten, da kann man schon fast nicht mehr, muss man wirklich Schläge haben, weil das ist ja Bodenstruktur, die sich auch über viele Meter auswirkt, weil die Pflanzen ja einen Meter in jede Richtung wurzeln und das Gesamtfeld natürlich einen anderen Einfluss hat, als wenn das nur so eine kleine Parzelle ist. Und der Uni untersucht man dann immer nur irgendwie so eine 2x2 Meter Parzelle so ungefähr und davon dann irgendwie 30 Stück über den Acker verteilt. Und dann versuchen sie mal auf einer 2x2 Meter Parzelle diese Behandlung zu machen, die sie mit ihr immer. Also diese Versuche, das an der Uni nachzumachen, bringen auch Effekte und bringen auch Ergebnisse, aber die spiegeln wahrscheinlich nicht genau das wieder, was auf dem Acker passiert. Da passieren eigentlich andere Sachen, mehr Sachen. Aber versuchen Sie mal von Jahr auf Jahr, ich habe dieses Jahr EM eingesetzt, letztes Jahr nicht, da zu sagen, Mensch, die gute Ernte dieses Jahr oder die trotz schlechter Bedingungen noch ganz passable Ernte dieses Jahr, das war die EM. Das wissen Sie nicht, die Erträge schwanken jedes Jahr um 50%. Sie haben mal 4 Tonnen Getreide geerntet und mal 8 Tonnen. Ne? Das ist so eine extreme Schwankungsbreite durch die Witterung, durch die vielen, vielen Einflüsse, Saatzeitpunkt, wann kommt der Frost, wann kommt die Feuchtigkeit der Regen, wann kommt die Sonnenscheindauer, wie ist die Temperatur in einer bestimmten Phase in der Entwicklung. So viele Einflussfaktoren, die das Schwankungsbreite 50% mindestens aufreißen bei den Ernteerträgen. Die 10-20%, die EM da ausmacht, die ja richtig Geld sind, die richtig was bringen, die vielleicht sogar Spritzmittel noch einsparen und andere Sachen. Die sind da, die sind Geld wert, der Vorteil, aber die können Sie von einem Jahr auf den anderen nicht immer ganz klar erkennen. War das jetzt EM oder war das Jahr einfach ganz gut? Wenn Sie plötzlich dann nur noch trotz schlechter Bedingungen fast nur noch gute Jahre haben, dann wissen Sie irgendwann nach 10 Jahren, oh, da war EM vielleicht doch nicht ganz unschuldig dran. Genau. Also Ackerbau, Sprühung. Ganz interessant als Sprühung im Ackerbau ist, was auch
diese Landwirtschaftsberater Friedrich Wenz und Dietmar Neser, Friedrich Wenz selber Bauer, Dietmar Neser Landwirtschaftsberater, ganz viel propagieren, wo ich dann mitunter ganz aufgeregt Anrufe bekomme: Hallo, ich habe hier jetzt von Friedrich Wenz gehört, ich soll EM auf dem Acker sprühen, als Ferment zur Umsetzung der Strohrotte oder einer Gründüngung. Ich brauche jetzt mal dringend 1000 Liter EM. Das hatte ich schon öfter. Der Friedrich Wenz macht ganz viel Werbung für uns. Das System, was er da hat, ist, dass er setzt meiner Meinung nach, also nicht zu viel ein. Man kann nicht zu viel einsetzen, das ist nur eine Kostenfrage. Ne? Aber er setzt mehr ein, als wirklich nötig ist. Man muss nicht 100 Liter bei einem Einsatz auf dem Hektar sprühen. Wie gesagt, selbst bei einer Erstbehandlung 10, maximal 20 Liter gut mit Wasser verdünnen, das ist immer wichtig für die gute Verteilung. Das reicht aus, auch wenn ich mir da jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch schneide. Wenn ich sage, ganz so viel EM müsst ihr da gar nicht anwenden. Guckt, dass ihr es öfter anwendet, dass ihr es gut verteilt. Das ist das Wichtige. Weil die Zahlen der Mikroorganismen haben wir. Die Zahlen sind, wir haben Milliarden da drin, das ist überhaupt kein Problem. Die müssen sich gut verteilen, diese Milliarden. Und dann, wenn sie ihre Bedingungen finden, dann wachsen. Und eine der besten Bedingungen für das Wachstum der Mikroorganismen auf dem Acker ist, wenn man eine Gründüngung einarbeitet, beziehungsweise Erntereste einarbeitet, Strohrotte, oder auch gar nicht einarbeitet, einfach oberflächlich mulcht oder so. Strohrotte, Gründüngung einarbeitet, beziehungsweise abmulcht. Dann ist es interessant, mit EM zu arbeiten, weil da haben wir massiv Nahrung für die Mikroorganismen. Die können sich wirklich dann wirklich haben, können sich auf die Pflanzenteile setzen, können die fermentieren, können sich vermehren. Und da werden die auch gebraucht, damit ein schneller Abbau der organischen Substanz, damit sie für die nächste Kultur wieder zur Verfügung steht als Material. Das ist das Ding. Wir drehen ein größeres Rad, wir bauen das organische Material schneller ab, damit die nächste Kultur das schneller aufnehmen kann und auch wachsen kann. Deswegen muss man immer auch die nächste Kultur bereitstellen, die dann die Nährstoffe auch aufnimmt. Wenn man dann den Acker ein halbes Jahr brach liegen lässt über den Winter, oder auch im Sommer sogar nach Getreide, dann ist das natürlich nicht sinnvoll. Dann verliert man die Nährstoffe, die EM da mit der Umsetzung macht. Wenn EM da die Nährstoffe umsetzt, dann müssen auch Pflanzen da sein, die die Nährstoffe aufnehmen können. Ne? Ja, aber das ist so ein typisches Einsatzgebiet, die Friedrich Wenz und Dietmar Neser in ihren Seminaren und Ackertagen jetzt ganz stark propagieren, ist, dass sie EM direkt auf die Gründüngung, die dann eingearbeitet wird, oder auf die Strohrotte machen. Und wie gesagt, auch da reichen 10, 20 Liter auf dem Hektar mit entsprechenden Menge Wasser. Also 180, 190 Liter Wasser, 10, 20 Liter EM, gut verteilt, vielleicht sogar mit dem Netzmittel gesprüht. Da gibt es inzwischen auch Maschinen, die gleichzeitig, also die das direkt beim Einarbeiten mit reinsprühen, also verschiedene Konstruktionen, die man teuer kaufen kann oder selber basteln kann. Und eine Variante ist natürlich dann direkt vor der Bodenbearbeitung mit der Ackerspritze rüberfahren, aber desto direkter vor der Bodenbearbeitung oder Abmulchen der Sachen man, dem Abschneiden der Gründüngung man das macht, desto besser ist das. Weil selbst 2 Stunden Sonnenschein, EM gesprüht, 2 Stunden Sonnenschein, dann einarbeiten, da ist EM schon wieder an ganz vielen Stellen verbrannt, weil die direkte Sonne ist dann mitunter zu viel. Interessanter ist es, das wirklich direkt mit am Gerät mitzubauen. Und da gibt es Varianten, man kann Silage-Dosiersprüher gibt es ja, um Siliermittel zu dosieren. Da gibt es auch einfache Systeme, die einfach eine kleine Pumpe sind, wie so eine Scheibenwischwasserpumpe vom Auto. Eine einfache Pumpe mit Schlauch, Regler und Durchflussmesser. Und dann noch ein langer Schlauch zur Sprühdüse. Und die Sprühdüse dann richtig positioniert vor oder hinterm Traktor, sodass es direkt bevor der Bodenbearbeitung oder vor dem Abmulchen dann raufkommt. Das ist der ideale Punkt, direkt davor. Kann man die Sprühdüse so gucken, dass man die ganze Sprühweite erreicht. Dann geht es auch mit relativ kleinen Systemen und relativ günstig. So ein Gerät kostet 250 Euro. Silage-Dosiergerät muss man sich noch eine Tonne auf den Traktor stellen und die entsprechend anbringen.
und dann entsprechend verdünnt ausbringen, dann wird es interessant. Dann ist es auch günstig umsetzbar, das direkt auf die Erntereste zu sprühen. Oder eben bei der Strohrotte, wenn man sagt, oh, ich habe immer Probleme damit, dass mein organisches Material, mein Stroh, was ich auf dem Acker gelassen habe, im Frühjahr nicht ordentlich verrottet ist, dass ich da Nährstoffblockaden habe. Wenn sie im Herbst nach der Ernte über die Erntereste, über das liegen gebliebene Stroh mit, am besten ein bisschen bei Feuchtigkeit, damit sich das gleich ein bisschen reinwäscht, mit rübergehen, einmal mit der Ackerspritze EM ausbringen, dann ist das Stroh im Frühjahr so weit verrottet, dass sie da keine Nährstoffblockaden mehr haben und keine extra Düngung für ein bisschen Stroh da auf dem Acker noch machen müssen, damit das, weil Stroh das Stickstoff ihn wegblockiert. Das haben sie dann, den Effekt haben sie dann nicht mehr. Vielmehr steht das dann als Nährstoff, als Bodenleben sogar dem nachfolgenden Kultur zur Verfügung. Genau, also unsere Empfehlung, wirklich in jede Spritze, egal was sie sprühen, Antibiotika, wird ja auch manchmal gesprüht im Sonderkulturenbau, Fungizide, Herbizide, Insektizide, gegen Nagetiere, aber auch Spurenelemente, Dünger, also alles, was sie irgendwie flüssig, seien es Huminsäuren, was immer sie flüssig auf dem Acker aussprühen, können sie in jede Spritze EM mit reinmachen. 2 bis 10 Liter EM in jede Spritze mit rein. Ideal. Haben sie immer irgendwie 1000 Liter Container dastehen. Und das kann man ja auf Vorrat produzieren. Man kann ja auf einmal 5000 Liter produzieren und für den ganzen, wenn man das entsprechend in vollen Container dann abfüllt, ist das auch, man das auch stehen lassen und das hält sich problemlos viele Monate, sogar ein Jahr. So wie unser Triateractiv verkaufen wir mit einer Haltbarkeit von einem Jahr. Dadurch, dass das einen pH-Wert hat, fertiges gutes EM von 3,5 und tiefer. Wenn die Flasche zu ist, wenn da wenig Luft rankommt, mal kurz auf und zu ist kein Problem. Aber wenn hier nicht viel Luft drüber steht, beziehungsweise wenn über einen 1000-Liter-Container, wenn der voll ist, halbwegs unter wenig Luft drüber steht, halbwegs zugeschraubt ist, dass da nicht ständig Luftaustausch ist, dann ist es Monate und Jahre haltbar. Das heißt, man kann sich das einmal hinstellen und dann über das ganze Jahr verbrauchen, beziehungsweise einmal in größerer Menge produzieren, vermehren und dann entsprechend verbrauchen. So, dass man das hinkriegt, dass es immer zur Verfügung steht, wenn eine Spritze auf den Hof kommt. Jawohl, mache ich gleich ein paar Liter EM mit rein jedes Mal, dass das als ganz normaler Handgriff dabei ist. Und wenn man so einen 1000-Liter-Container angefangen hat, dann sollte der innerhalb von 3 Wochen verbraucht werden, weil dann entsprechend Luft drüber ist. Dann kommt erstmal eine dicke Hefeschicht, die sich oben bildet, die die Säuren veratmet und bis dann irgendwann alles veratmet ist. Und irgendwann nach 6 Wochen, 8 Wochen, wenn das warm und offen steht, dann kippt das irgendwann um. Dann ist es nicht mehr sauer und dann, aber man merkt das. Also es ist jetzt nicht so, dass man eher kippt um und man hat es nicht gemerkt. Das merkt man. Denn es ist eben nicht mehr sauer. Das kann man auch immer pH-Wert messen. Wenn der pH-Wert noch in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Oder wenn es sauer riecht und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann. Wenn es schimmelig und faulig ist, dann ist es kaputt. Was praktisch nicht vorkommt, aber um das zu vermeiden, um Luftkontakt maximal zu vermeiden, ist es sinnvoll, wenn man 1000-Liter-Container hat und den nicht innerhalb von 3 Wochen verbraucht, dass man den dann abfüllt in Tonnen oder in Kanister. Sodass man die dann entsprechend stehen haben kann und die dann wieder halbwegs voll zugeschraubt, dann ist die Haltbarkeit ein Jahr und länger nicht eingeschränkt. Genau, das zur Frage EM im Ackerbau. Und ich habe gerade gemerkt, das Thema EM im Ackerbau war schon so groß, dass ich da Terra Preta gar nicht dran anschließen möchte, sondern das ein extra Video zu machen werde. Vielleicht noch ein bisschen zu Sonderkulturanbau. Äpfel, Tomaten, was immer Ihnen einfällt. Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, die werden ja zum Teil extrem häufig gesprüht, um gegen alle möglichen Pilze, Viren, gegen Fäule, gegen alle möglichen Insektenkrankheiten, die sich da etablieren können. Und dann auch einfach mal eine Spurenelemente-Düngung, eine Dünger, den man übers Blatt sprüht, Blattdünger. Also da wird 20 Mal und öfter mitunter über eine Kultur im Jahr rübergefahren, damit man eben die perfekten Früchte hat.
wenn sie es da wirklich auch wiederum keine großen Mengen nötig. Auf dem Hektar, je nach Sonderkultur, kann man da ein bisschen mehr nehmen, ne? Aber sag mal, mehr als 10 Liter brauchen sie eigentlich nie auf dem Hektar, wenn sie es gut verdünnen, das ist völlig in Ordnung. Wenn sie da wirklich bei jeder Spritze auch wiederum EM in die Spritze reinmachen, kriegen sie so eine massiv dominante, positive Mikrobiologie da rein, dass sie auf die meisten, also dass sie die meisten Spritzmittel nahezu komplett, also vielleicht nochmal ein Insektizid im Frühjahr, wenn es wirklich kritisch ist, oder ein Fungizid, wenn sie wissen, das ist eine kritische Zeit, aber dass sie nach ein paar Jahren vielleicht selbst auch da die Sicherheit gewinnen, das brauche ich gar nicht. Wenn sie so massiv mit EM arbeiten, das wirklich fast jede Woche auf ihrer Fläche auszusprühen, dann werden sie so gut wie keine Pflanzenkrankheiten mehr bekommen, so gut wie keine Sachen mehr bekommen. Und sie bekommen trotzdem wunderschöne, große, saftige Äpfel und Früchte, Erdbeeren und so weiter, die ihnen nicht schimmeln, nicht faulen im Container. Das ist ja oftmals das Problem. Sie halten die auf dem Acker da mit ganz viel Spritzmitteln eventuell stabil, aber in der Schale sind die dann innerhalb von einem Tag, von 2 Tagen fängt das an zu faulen, zu schimmeln, zu drücken, zurückstellen. Wenn Sie das mit EM machen, sind die Früchte viel haltbarer, sowieso Vitamin, Antioxidantien reicher, weil EM Antioxidantien produziert und schützt und im Boden auch mehr Antioxidantien, Vitamine produziert, die die Pflanze dann aufnehmen kann. Und dadurch werden die Früchte nicht nur wertvoller für den Kunden, schmecken besser, haben kräftigere Farben, sondern sie sind auch viel haltbarer. Sodass sie, das ist ja auch gerade für Produktion heutzutage, für Handel interessant, dass sich eben so eine Erdbeerschale nicht nach einem Tag schon kritisch ist im Zustand, sondern dass die 2, 3 Tage gut aussieht, wenn die und eine Woche gut aussieht, wenn die mit intensiv mit EM behandelt wurde. Ganz nebenbei, wir suchen noch einen Erdbeerbauern in unserer Region vorzugsweise, der für unserem Erdbeerfest immer auch ein paar hundert Kilo, ja, durchaus ein paar hundert Kilo Tonne vielleicht zukünftig Erdbeeren liefern kann. EM-Erdbeeren natürlich vorzugsweise oder unbedingt. Weil wir selber haben nicht genug Erdbeeren, um den Bedarf an Erdbeeren zu unserem Erdbeerfest zu decken. Wir haben selber genug zu naschen, wir können für unsere Kuchen und Torten zum Erdbeerfest haben wir genug, aber dass wir dann den Leuten jeder noch 2 Kilo Erdbeeren mitnehmen können, also verkaufen können, das haben wir nicht. Da hätten wir gerne einen EM-Bauern, der bei uns zum Beispiel mit intensivem EM-Sprühen in jede Spritze EM mit rein das macht. Und für die Biobauern, die eben sowieso oftmals verlernt haben zu sprühen, das dachten, das wäre ja nicht so wichtig oder das brauchen sie nicht. Man kann viel über den Kreislauf machen, über die Tierernährung, EM-Silage und so weiter, aber es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, die Spritze sich wieder zu besorgen, eine leistungsfähige, eine gute, mit einem guten Spritzbild und das Geschäft mit dem Spritzen wieder zu erlernen. Aber nicht, aber indem sie eben positive Sachen spritzen, die positiven Mikroorganismen, und da gibt es ja dann noch andere Varianten. Aber dass sie positive Mikroorganismen spritzen und nicht Gifte, auch das ist für den Biobauern ganz, ganz interessant, um die Biologie zu steuern, um Schädlinge abzuwehren, um maximale Erträge und maximale Qualität zu gewährleisten. Auch der muss sich, wenn er professionell produzieren will, über kurz oder lang wieder mit dem Spritzen anfreunden, wenn er höchste Erträge und höchste Qualitäten produzieren will. Ein weiterer Schritt zur Begrünung der Erde, Einsparung von giftigen Spritzmitteln, Kombination, Ersatz mit EM und dadurch gesündere Früchte und lebendigerer Boden. Und ich hoffe, dass Sie das auch überlegen oder Ihrem Bauern, Ihrem Lieferanten, Ihrem Gemüsebauern ans Herz legen. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.